Hey Leute, herzlich willkommen zurück zur letzten Runde des Saturday Hot Stint Cup bei X4R. Wir sind auf Kyalami unterwegs und ja, ich würde sagen, ohne Umschweife starten wir auch direkt ran. Ich glaube, den Leuten, die schon öfters dabei sind, brauche ich nicht viel erzählen. Für alle, die nicht dabei sind, wir haben ein Format mit 15 Minuten Qualifying, ein 20 Minuten Rennen, dann ein 30 Minuten Rennen mit Reverse Grid. Das heißt entsprechend, die schnellen starten hinten, die langsamen vorne. Ja, ich glaube, das Prinzip ist klar soweit. Hoffe ich zumindest. Und ja, wir sind auf KLM unterwegs. Eine Strecke, die ich tatsächlich schon gefahren bin. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Da war das 1.9 Update gerade neu und da haben mich die Reifen ein bisschen... Ja, ich möchte das F-Wort jetzt nicht benutzen, ein bisschen fertig gemacht, sagen wir mal so. Und entsprechend, ja, mal schauen, wie das in diesem Rennen so ist. So, dann starten wir direkt ins Qualifying rein. Ihr seht, wir sind 11 Leute, also nicht so viel wie, ja, mir lieb wäre persönlich, wenn ich ehrlich bin. Mir lieber manchmal Kopf, wären ein paar Leute mehr dabei, aber gut, was sollen wir machen? Entsprechend, ja, 11 Leute, sind wiederum einige wieder schnelle Leute dabei, also es sind ein paar Leute, die ein bisschen langsamer sind, aber ein paar Leute, die auch schneller sind. Wir sind aber zum Glück wieder ein bisschen mehr, sind noch bei Kota dem Rennen mit 7 Leuten. Das war halt dann schon sehr wenig auch. Ich glaube, die Chancen auf den Sieg stehen diesmal eher schlecht, also das war beim letzten Mal da mit ein bisschen Glück natürlich dabei, entsprechend ja, ist es halt einfach so. So, dann gehen wir direkt rein ins Qualifying, in die erste wirklich schnelle und gute Runde sozusagen von mir. Und ich wusste, da geht schon was. Also eine, wir werden es gleich sehen, eine 1:42.8 war das. Aber ich wusste, da geht auf jeden Fall mehr. Und die Runde drauf, oder eine Runde drauf? Ja, die Runde drauf. Es ist eine 1:42.5. Also auch da wusste ich, aber es geht noch ein bisschen mehr. Ich hatte beim letzten Rennen auf Kyalami eine 1:43, das beste Rundenzeit überhaupt. Also da wusste ich aber, da geht ein bisschen mehr. Dann habe ich direkt die Runde drauf wieder ein bisschen verkackt. Aber gut, das ist auch nichts Neues. Track Limits sind hier und da natürlich auch ein Thema ein bisschen. Und natürlich auch perfekte Kurventreffer. Das ist eine doch ein bisschen längere Strecke, würde ich sagen. Also immer noch kürzer als Koto zum Beispiel oder als Spa oder so, aber trotzdem ein bisschen länger als jetzt an Laguna Seca zum Beispiel oder so. Wobei, so lange ist eigentlich auch nicht. Egal, wie auch immer. Wir starten rein in meine schnellste Runde in diesem Qualifying, in dieser Qualifying Session. Und natürlich, es ist einfach die Kurven gut treffen, die Linie gut fahren. Und ich meine, wie gesagt, ich kannte die Strecke schon, bin sie schon gefahren. Und ich glaube, ich merke mir die Bremspunkte und die Linien wirklich gut. Also das bei den Strecken, die ich bisher gefahren bin, merke ich das eigentlich, dass das so im Gedächtnis bleibt. Ja klar, die perfekt und richtig fahren und so ist ein anderes Thema. Da brauchen wir nicht drüber reden, da gibt es Leute, die das wesentlich besser können. Aber ich glaube, dass ich es mir ganz gut merke, wo die Bremspunkte sind, wo die Linien sind. Hier auch ein bisschen vom Scheitelpunkt weg. Hier möchtest du innen den Körper ein bisschen mitnehmen, weil der Wagen ein bisschen reinzieht, was einfach die Rotation, was bei der Rotation hilft. Und mir ist aufgefallen, der Aston ist hier auf der Strecke wirklich gut. Also ich hatte wirklich Spaß mit dem Auto, muss ich sagen, weil der hat sich wirklich gut angefühlt. Besser als auf manch anderen Strecken. Da war ich nicht so zufrieden mit ihm, wenn ich ehrlich bin. Aber hier fühlt er sich tatsächlich sehr gut an, der Aston. Auch mit den Go-Setups, die ich hier verwende, die sind wirklich eigentlich sehr gut, muss man sagen. Also es hat schon durchaus Spaß gemacht. Und ihr seht, zeitmäßig bin ich sehr, sehr gut auf dem gleichen Niveau von vorhin. Es ist ein Zehntel hier schneller, ein Zehntel da vielleicht langsamer. Hier ist auch diese Kurve, ey, da ist so eine Commitment-Corner einfach. Das ist ein Wahnsinn. Also da gut durchkommen ist das A und O und auch nicht sterben. Auf dem Sausage-Curb, das ist auch eine Sache, die nicht so schlecht wäre auf jeden Fall. Und ihr seht, ganz knapp nur besser, 1:42.5. Das war tatsächlich meine beste Rundenzeit, die ich jetzt da hinbekommen habe. Ja, und ich wusste halt, da geht eigentlich mehr. Und wenn wir uns das auch noch mit den Zeiten vergleichen, wie gesagt, da sind die Leute, ey, da sind Leute dabei, die sind wirklich schneller. Und ihr seht es aber auch, ich habe natürlich 22 Kilo, weil ich ja Rangliste 2 bin aktuell, vor dem Rennen, somit entsprechend 22 Kilo. Die merkst auch ein bisschen, also da wäre vielleicht das eine oder andere Zehntel noch drin gewesen damit. Aber gut, Patrick zeigt auch mit 30 Kilo, dass er schneller sein kann. Ich wusste aber, es geht mehr. Und ich hatte tatsächlich in der Trainingssession vorhin 1:42.1 geschafft, war damit zweitschnellste. Gut, für das in dem Rennen hätte es nicht so viel gebracht, wäre ich nicht so viel besser gewesen. Aber ich wusste, unter 1:42 geht auf jeden Fall. Habe es leider aber nicht hinbekommen, so wie immer halt, ja. Ja, üben, einfach mehr üben, würde ich sagen. Das könnte auf jeden Fall helfen. So, dann starten wir rein in Rennen 1. 20 Minuten, wie schon erwähnt. Platz 6 von 12. Ah, da ist noch mal reingekommen. Da habe ich mich vorher vertan. Das sind dann 12 Leute gewesen, nicht 11 Leute. Sorry dafür. Und ja, dann heißt natürlich einen guten Start hinbekommen. Ich versuche so ein bisschen mit Bremse und Gas zu arbeiten. Also Vollgas geben und quasi die Bremse so drücken, dass man nicht über 70 kommt. Und dann die Bremse einfach loslassen, damit du damit ein bisschen flotter halt bist, als quasi das Gas halten und dann voll drauf treten.
hat nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Ich bremse dann auch hier vielleicht ein bisschen früh, könnte man meinen, bekomme dann hier eine kleine Schelle mit von Badek, glaube ich, war das. An der entsprechend vorbeigeht. Hinter mir schneller auf jeden Fall. Sven ist auch, wie gesagt, sehr, sehr schneller. Hier wäre ich fast auch nochmal hinten in Badek reingefahren, weil er so ein bisschen langsam war durch die Kurve durch. Wie gesagt, es kommt dann immer drauf an. Gut durchkommen. In dem Fall habe ich halt leider direkt mal ein paar Positionen verloren. Aber so ist das nun mal. Aber das Rennen ist lang, also entsprechend ist noch nichts verloren. Man kann versuchen, es aufzuholen. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Für Leute, die mitgefahren sind, ihr wisst, wie das Ergebnis ist. Euch brauche ich nichts erzählen, aber für die, die jetzt dazuschauen und nicht dabei waren, ja, lasst euch überraschen. So, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal aus der Heli-Perspektive an, weil ich finde die immer cool, die Kamera. Und wenn wir hier so schauen, entsprechend, wie gesagt, der Start ein bisschen schlecht. Da hinten gibt es eine kleine Berührung zwischen, ich glaube, Mischa war das und, also, ja, anders Mischa war. Weiß gar nicht. Ich glaube mal, wie auch immer. Dann bremst Badek sich hier relativ weit rein und entsprechend gibt mir so eine kleine... So einen kleinen Schubser mit. Nichts Tragisches passiert. Und dann wird er ein bisschen langsam hier und ich fahre ihm fast in die Karre rein. Hat aber leider nicht gereicht, um einen besseren Run rauszubekommen. Aber alles in allem relativ sauber, wenn wir bedenken, wie sonst die Starts waren. Hier sehen wir nochmal, ah, Max war das. Quasi gegen Max gibt es einmal hier eine kleine Berührung, aber nichts allzu Tragisches passiert. Und wenn wir hier schauen, ja, da habe ich gesagt, Badek... kommt da besser rein die Kurve, kommt aber auch wieder schlechter raus. Gibt eine kleine Berührung auch nochmal mit Max hier. Und Badek, ja, sogar ein bisschen Zeit, eine Quersteher gehabt. Naja, gut. Schauen wir das Ganze noch aus meiner Perspektive an. Ich sehe jetzt nochmal, zack, einmal so eine kleine Berührung. Ich habe es aber gesehen, habe versucht noch ein bisschen auszuweichen, aber leider eine Berührung war trotzdem drin. Dann wieder zurück zum Renngeschehen. Wir, ja, wie gesagt, ein paar Plätze verloren, zwei Plätze verloren. Aber immer noch acht. Ja, meine Güte, ist halt so. Ich meine, dass ich hier... keine Berge ausreißen werde gegen die Profis da vorne und gegen die schnelleren Leute, ist klar. Wichtig ist einfach, keine groben Fehler machen, keine Schnitzer rein, schauen, dass man irgendwie konstant halbwegs konstant fährt und am besten dran bleibt an den schnellen Leuten, weil, ja, es ergibt sich immer was, jemand macht vielleicht einen Fehler oder es passiert ein Unfall oder ähnliches und man hat natürlich immer wieder auch die Chance, dass man vielleicht wo an jemanden vorbeikommt. Mal abwarten. Wir werden sehen. Hier ein bisschen spät, ein bisschen verbremst. Mischa hinter mir im Rückspiegel relativ knapp dran. Und ich merke auch, dass das mit dem Fehler machen, wenn jemand nachfährt, ein bisschen besser wird. Also das liegt halt einfach in der Routine, sage ich mal. Also es ist einfach... Ich glaube, das A und O ist einfach hier üben, üben, üben. Viel fahren, auch Rennen fahren. Und deswegen, ich mag diese Rennen, weil es eben die Möglichkeit gibt, ein bisschen zu üben auch. Und deswegen, ja, finde ich es immer ein bisschen schade, wenn Leute ein bisschen unfair auch unterwegs sind, sage ich mal, in die Richtung. Also vielleicht auch mal mit der Brechstange sich eine Lücke erzwingen oder sowas in die Richtung. Weil ich mir denke, man könnte schön fighten. Wir fahren alles um Spaß mit und wir wollen natürlich alle besser werden. Und da gibt es, wie gesagt, Leute, die sind wirklich, wirklich schnell. Also da ganz vorne, gerade Marcel oder so, oder auch ein Sven oder auch ein Patrick Stöckli und so und auch August. Die sind natürlich wirklich flott unterwegs. Es gibt mal Leute, die ein bisschen langsamer sind, ist auch okay, muss auch dazu gehören. Und wichtig ist einfach, dass man Rücksicht nimmt, dass man Respekt sich zeigt auf der Rennstrecke. Ich glaube, das ist so mitunter das Wichtigste. Und ja, wir spulen ein bisschen vor. Ihr seht, viel ist nicht passiert. Dennis hat ein bisschen, Dennis hat einen Platz verloren hinten gegen Sven und entsprechend auch ein bisschen Zeit auf mich verloren. Also ich wusste, da bin ich klar eine Spur schneller. Mit Badek konnte ich eigentlich ganz gut mithalten vor mir. Und auch der Rest, ihr seht es auf der Minimap, so weit weg ist auch jetzt Marcel nicht, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon geführt hat. Ich kann es leider gerade nicht ganz erkennen. Das ist auf jeden Fall, ja, es kann durchaus sein, dass es Marcel schon geführt hat zum Zeitpunkt. Ihr seht da vorne die zwei Ferrari aus dem gleichen Team, Axel und Badek, die kämpfen da ein bisschen. Und natürlich, wenn Leute kämpfen, ist immer gut für den Nachfahrenden, weil du verlierst halt wirklich viel Zeit mit sowas. Und es gibt einem die Möglichkeit, halt ein bisschen... aufzuholen vielleicht. Und ja, wie gesagt, diese Kurve, ey, echt nicht mein Freund. Ich habe es tatsächlich aber geschafft im Rennen, ich glaube, kein einziges Mal über den Sausage Cup zu fahren. Was ich ganz gut finde, also in beiden Rennen wohlgemerkt, was ja doch 50 Minuten Fahrzeit gesamt sind. Also ich habe es da nicht geschafft. So, 1:43,4 und ich habe gemerkt, ein bisschen schneller bin ich. Der Essen hat einen guten Topspeed auch. Und ich dachte, komm, Badek wehrt sich da nicht. Für den Move gehe ich jetzt. Und er hat dann auch im Discord gesagt, so, jetzt bist du vorbei. Jetzt gib aber auch mal Gas und fahr der Axel nach. Jetzt Sven möchte auch hinten durch und zwängt sich dann auch so ein bisschen durch an Badek. Der war dann gleich mit. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass vielleicht Badek so ein bisschen Puffer zu Sven wird, weil Sven wusste ich, der ist auf jeden Fall schneller als ich im BMW hinten. Hatte halt die Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwie ausgeht.
Aber ja, so ist das nun mal. So ist das nun mal. Ja, und dann war es einfach versuchen, irgendwie nicht so viel Fehler. Man sieht, die Kurve liegt mir einfach nicht. Da bin ich ein bisschen zu weit gegangen und ihr seht, wie Sven hier einfach durchgewinnt an Zeit auf mich. Das war halt wirklich abnormal zum gewissen Grad. Und spule lang gerade vor, weil ja, da passiert nicht sonderlich viel. Und ihr seht, wie knapp er dran ist. Und ich wusste, der geht jetzt für den Move. Hat sich dann entschieden, doch nicht zu gehen. Ich dachte mir, hä, okay. Ich habe aber relativ viel Platz gelassen extra, damit sich das irgendwie ausgeht. Und dachte mir, okay, wenn du nicht willst, dann mache ich es dir halt nicht so einfach. Aber habe es dann doch einfach gemacht, indem ich dann hier ein bisschen im Körper drüber bin. Ja, quasi neben mir war. Und ja, habe ich ein bisschen verkackt. Und Bardek hat natürlich gedacht, hey, die kämpfen. Da lade ich mich mal selbst auch dazu ein, wieder vorbeizugehen. Und ihr seht, Sven fährt gleich vorne weg. Bardek, der entsprechend war halt, ich war halt innen, hat zugemacht. Und ich sage also ein bisschen diese Zweikämpfe üben. Ich mache immer noch genug Fehler und ja, es ist auch wirklich schwierig. Also man stellt sich das jetzt so einfach vor, sage ich mal, in der Theorie, dass du da Übersicht hast. Aber im echten Auto kannst du dich ja umsehen. Und da kannst du einfach mal links und rechts schauen, während ich hier einfach mal schön diese Kurve verkack, was hier auch leicht zu tun ist. Und Bardek an mir vorbeigeht und ich mir dachte mir, meine Güte, ey, Junge, reiß dich mal zusammen. Aber ja, kann immer passieren. Dann geht Bardek hier ein bisschen weiter und ich dachte, jo, vielleicht schaffe ich das nochmal. Und ich sagte, es klingt immer so einfach da, aber du hast zwar das Radar, das dir so ein bisschen hilft, aber so den Abstand einschätzen aus der Perspektive ist manchmal echt schwierig. Und ich sage, im echten Auto kannst du dich umschauen, da hast du viel mehr Sinn und da kannst du viel besser das erfassen, das was um dich rum passiert, was halt mit einem Monitor vor dir echt schwierig ist. Und deswegen, ja, so ist es nun mal, aber was soll man machen? Können wir natürlich auch drei Monitore kaufen oder VR spielen oder so. Ja, ist natürlich richtig, aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist einfach ein Ding, das lernst du mit der Zeit auch, ein bisschen besser mit umzugehen. Ein bisschen besser damit umzugehen, besser zu sein. So, dann spulen wir nochmal ein klein bisschen vor. Ihr seht es immer noch sehr ähnlich. Entsprechend vor mir. Bardek immer noch relativ nah dran. Mittlerweile hat der Böse hinten den Glock überholt. Und hier steht ein Patrick Stöckel im Ferrari, der in dieser Season noch ohne Chum Racing Livery fährt, wer noch nicht für Chum Racing fährt, aber nächste Season dann ja auch für Chum Racing unterwegs ist. Damit sind wir wirklich eine große Truppe mittlerweile. Was echt cool ist, irgendwie. Müssen nur schauen, wie wir irgendwie da das Ganze als Team so ein bisschen vereinen und so. Ja, wird noch nur witzig. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was Patrick hier aufgeführt hat. Und ganz seltsam, hier auf der Bremse wird auf einmal das Auto leicht und ja, dreht sich einfach mal ein hier. Also ganz wild irgendwie. Was da passiert ist, keine Ahnung. Er hat einen Heckschaden, wie ihr auch sehen könnt, hinten, dass es beschädigt ist. Da schauen wir uns auch gleich noch an, was da passiert ist. Weil, da hat ein Augustin hinten, ja, so eine kleine mitgegeben. Zack, und einmal hier angeschoben. Ich meine, ist nicht tragisch jetzt, was passiert ist, aber du hast halt so einen kleinen Heckschaden. Und das kostet halt auch mal unter Umständen ein paar Zehntel. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ja, und somit hat Patrick hier entsprechend das Heck ein bisschen unruhig geworden, weil er einen Schaden hatte. Und für mich war einfach natürlich, gerade als Position sage ich nicht nein. Hier kommt René aus der Box. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich glaube, der hat eine Strafe oder sowas in die Richtung. Und ja, dann war es für mich einfach, wie gesagt, einfach versuchen, hinten dran zu bleiben. Ihr seht es auch da vorne. Klar, Marcel ist weit weg. Aber der Rest ist noch in Reichweite. Also man sieht da vorne noch relativ viele Autos, muss man sagen. Auf die ich eine unter Umständen aufholen könnte in die Richtung. Also es war zumindest der Plan, irgendwie zu versuchen aufzuholen. Ihr seht da vorne eben Christoph im Ferrari. Generell, wie man Ferrari fällt halt einfach. Bardek vor mir, wo ich auch wusste, so theoretisch wäre ich schon, glaube ich, auf einem ähnlichen Level wie er. Er braucht nur ein paar Fehler machen. Hier wieder ein bisschen weit auf der... hier am Berg oben und dann gehe ich neben ihn, aber ja, außen natürlich, innen hier für die Kurve, aber dann für die nächste Kurve bin ich dann entsprechend außen und ich hätte da jetzt reinziehen können, aber ich wollte jetzt auch nicht ihm vor die Karre fahren und dann habe ich hier wirklich sehr, sehr viel Platz gelassen, was ihm die Möglichkeit gibt, vorbeizugehen. Und dann gehen wir hier zu zweit in diese Kurve und ich dachte so, okay, ich stecke jetzt hier zurück und er hatte halt blöderweise genau dieselbe Idee, dann sind wir beide extrem langsam durch diese Kurve durch, also das hat wirklich extrem viel Zeit gekostet und Patrick dachte sich so, ja, danke, dann bin ich wieder dran an euch, habe ich Windschatten und kann euch hoffentlich überholen. Und wir sehen, wir spulen nochmal vor, entsprechend Patrick im Windschatten, wobei man sagen muss, der Aston hat halt einfach einen besseren Topspeed und ich wusste halt, da hat er nicht viel Chance, natürlich, ich dachte, ich wollte jetzt auch nicht unfair die Tür zumachen oder sowas in die Richtung, aber ey, ich meine, unterm Strich
passt das schon. Hier gehe ich halt ein bisschen sehr weit und echt schlecht die Linie wieder gewählt. Und diese Kurve ist echt, sag ich mal, ein bisschen schwer zu nehmen. Wenn du vorher auf diesem kurzen geraden Stück einfach falsch bremst und diese Kurve, ein bisschen zu spät bremst, dann ist es auch gleich vorbei und die ganze Kurve ist verkackt. Und ihr seht es auch hier, Patrick besser durchgekommen, der Stöckli, und hier auch ein bisschen ein rutschendes Auto gehabt und dann war ich so, okay, passt, jetzt geht er für den Move. Steckt aber dann hier wieder zurück, wo ich dann dachte, okay, jetzt hat er mich eigentlich schon. Bin ein bisschen weit auch außen geblieben und dachte, okay, dann lasse ich ihm entsprechend da vorbei. Aber er hat dann leider, blöd gesagt, zurückgesteckt. Und da sind wir eben zu zweit im Berg hoch und ich dachte mir, weißt du was, wenn du nicht willst, dann behalte ich mir den Platz. Und ich bleibe hier quasi innen, wo er nicht viel Chance hat. Aber ich wusste, ultimativ wird Patrick vorbeigehen an mir, weil ich weiß, er ist einfach besser als ich. Und er ist schneller und ich werde irgendwo einen Fehler machen. Aber seht ihr, da gleich ein bisschen auch noch Zeit gewonnen. Und ich dachte, okay, was das? Dann fahren wir einfach mal weiter, mal schauen, ob er irgendwo noch vorbeikommt. Weil, ja, wie gesagt, es wird sich eine Chance für ihn ergeben. Und hier wieder sehr, sehr schlecht durch diese Kurve. Und ihr seht, wie viel besser er durchgeht. Und ich dachte, was, ich verteidige das jetzt nicht. Er soll vorbei, ich möchte ihn jetzt auch nicht aufhalten. Ich meine, bringt mir auch nichts, wenn ich ihn da jetzt blockiere oder ähnliches. Deswegen, ja, bin ich da dran geblieben. Ihr seht jetzt dann den Überschuss, den entsprechende Aston produziert. Also das ist halt schon heftig. Und ich sehe den Windschatten, wie ich dem nahe komme. Und er fährt schon eine defensive Linie. Ich dachte, okay, dann bleibe ich halt außen. Und bremse an einem normalen Punkt. Außen kannst du aber hier nicht viel machen. Gleich hätte versuchen können, irgendwie dran zu bleiben. Hätte noch weiter reinziehen können, weil da war sehr viel Platz. Aber das ist halt wirklich schwer einzuschätzen, wie ich finde. Und das ist halt gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussehen mag. Hier wird auch ein bisschen am Rutschen gewesen, ein bisschen untersteuern. Ja. Später. Und damit gehen wir auch so ins Ziel. Platz 9. Ja, Platz 9 von 12. Nicht so toll, jetzt wenn wir ehrlich sind. Das hätte man durchaus besser lösen können, sage ich mal. Vor allem punktetechnisch auch nicht unbedingt optimal. Ich bin natürlich quasi mein direkter Gegner ist, entsprechend Christoph Babbel, was die Punkte betrifft, weil ja. Aber gut, was soll man machen? Ihr seht, Platz 9, Christoph Platz 6, entsprechend natürlich. Er hat die besseren Punkte und somit auch ja, die Oberhand sozusagen für die Meisterschaft. Wir sehen nochmal, was da passiert ist. Da ist nämlich, Augustin hat irgendwie da ein bisschen sich verbremst und hat damit quasi die Position an entsprechend Marcel hergeschenkt und Patrick. Und Patrick hat ja dann Fehler gemacht. Das heißt, entsprechend Marcel hat er da eigentlich leichtes Spiel, sozusagen einfach, ja, vorne zu bleiben. Hier auch noch ein kleiner Zweikampf zwischen Max und entsprechend dem Augustin. Sah eigentlich ganz cool aus, aber der Lambo, ey, was der für einen Überschuss hat, ist schon heftig. Schon krass, ey. Focus. Speed. I am Speed. So, eine kleine Motivationsrede, die ich mir gegeben habe vor dem Start des Rennens. I am Speed. Mal schauen, ob wir es umsetzen können. Und Renn 2 ist dann, da war es schon ein bisschen dunkler. Wir gehen in die Nacht rein. Ich finde das immer geil. Also mir hat im Silverstone-Rennen auch so echt getaugt, einfach dieses Nachtrennen so ein bisschen, wenn es dunkel ist. Das war schon richtig cool. Und dann war eben, ja, der Plan, wie immer, entsprechend da versuchen, guten Start hinzulegen. Und wie gesagt, jetzt sind die Schnellen hinten und die Langsameren vorne. Das heißt entsprechend Platz 4 eben, Startposition. Und da auch wieder echt, also eine Reaktionszeit in der tote Kuh. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also die Reaktionszeiten waren wieder richtig katastrophal. Und ich wusste halt jetzt auch nicht, wo bremst du jetzt am besten. Und ich habe dann einen Moment zu früh gebremst, bin dann entsprechend hier ein bisschen Sandwich geraten und ja, pures Chaos, was da passiert ist. Und bin dann auch gleich mal auf den letzten Platz zurückgeworfen worden. Ich wusste nicht, habe ich jetzt noch irgendwen übersehen? Bin dann echt langsam weggefahren, weil ich dachte, okay, passt, da sind alle vorbei. Kann ich auch wieder Gas geben. In der ersten Runde ist noch nicht ganz so tragisch, aber hatte natürlich ein bisschen Schaden dadurch, was fürs Auto auch nicht gerade toll ist. Wir sehen das Ganze gleich nochmal aus der Heli oder aus mehreren Perspektiven, weil es war ein sehr interessantes Szenario, was da passiert ist auf jeden Fall. Falls man das so nennen will. Ihr seht es ein bisschen schlecht weggekommen. Hinter mir, ich glaube, Patrick war es, oder Axel, ich bin mir nicht sicher, einer von den beiden, ist auf jeden Fall wesentlich besser weggekommen. Und ich bremse dann hier einfach einen Moment zu früh, was so ein bisschen eine Kettenreaktion vielleicht auch auslöst. Patrick, der gut bremst, Sven, der da ein bisschen reinzieht, hier einmal ich quer, alle berühren sich irgendwie, also totales Chaos, was hier passiert ist. Mitunter ich irgendwo schuld. Ihr seht, ich bremse hier entsprechend. Geht hier, wie gesagt, ich glaube es war Patrick, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der entsprechend hier rechts geht, Patrick, der links vorbeigeht und ich konnte dann nirgends mehr hin, also dann hat mich Patrick so ein, muss ich ein bisschen Patrick ausweichen, dann zieht der Ferrari außen rein und ja, dann war es leider auch schon wieder vorbei und ich habe mich hier einmal weggedreht, beziehungsweise habe auch noch, ich sag, Patrick mitgedreht, ja, leider, man sieht es nochmal aus der Sicht von
Patrick, der Sven innen hatte. Ich musste ausweichen und das war so eine Kettenreaktion, die einfach hier komplett irgendwas ausgelöst hat. Da sehen Sie nochmal aus Bartek's Perspektive und es war wirklich so ein ganz Mini-Stupser hinten aufs Heck und das Auto dreht sich halt wirklich dumm weg und mein Auto dreht sich halt gleich mit weg. Ja, total ärgerlich das Ganze. Echt ärgerlich. Und wir sehen das Ganze nochmal von hinten, von der Perspektive von Max, der entsprechend hier natürlich früh bremsen muss, aber natürlich gleich profitiert hier von ein paar Autos, die hier quer stehen. Also natürlich, so kannst du auch Platzierung gut machen, kann man sagen. Und dann wusste ich, okay, ich muss einfach ein bisschen aufholen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, an die Leute ranzukommen. Und ja, dann war das relativ einfach erledigt, indem sich da ein paar Leute einfach weggekegelt haben. Oder wie auch immer man es nennen mag. Und damit habe ich zumindest schon mal eine Position oder zwei gut gemacht auf die Kollegen vor mir. Ja, nicht unbedingt optimal, sage ich mal. Schauen wir uns auch gleich an, was passiert ist. Hier habe ich ein bisschen zurückgezogen gegen Patrick, weil ich wusste, okay, was weiß ich mal, ich möchte eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, sondern am besten mit ihm mitfahren, wenn es irgendwie denn möglich ist. Hier sehen wir nochmal, was passiert ist. Bolvron, der im zweiten Rennen mitfährt, deswegen sind wir 13, und der hier ganz spät nach links rüberzieht und dann quasi mitten auf die Bremse steigt, ja, böse, der hinten einfach nicht mehr das rechtzeitig reagieren konnte. Und dann gab es so einen riesen Ketteneffekt, was da passiert ist. War richtig spannend auch. Jetzt sehen wir es nochmal. Entsprechend der Böse, der entsprechend, ja, da einfach das Auto vor ihn gezogen bekommt und dann einfach nicht mehr ausweichen kann. Ey, total ärgerlich, man passiert. Aber ihr seht es nochmal hier, aus Perspektive von Böse. Einmal zack, da haben wir einen fetten Boatley und der bremst und ja, dann hat er sich vertan, glaube ich, auch ein bisschen dadurch. Und ja, dann kegeln hier ein paar Autos raus. Christoph Babel, der hinten auch nochmal mit gleich mitmachen will, weil es ihm Spaß macht. Ich weiß nicht, der vergisst auch, dass hier Autos vor ihm sind und räumt dann auch weiter ab. Also das war ein ziemliches Chaos hier. Das erste Rennen war relativ sauber, aber das war absolutes Chaos. Und ja. Schöner Strike auf jeden Fall hier von Christoph, der dann am Schluss quasi noch abgeräumt hat alle. Ja, also ich meine, wäre ohnehin auch viel passiert, keine Frage, aber da ist wirklich viel passiert. Wir sehen es einmal aus der Perspektive von Patrick, der entsprechend Sven plötzlich neben sich hat und dann plötzlich dann Boatley reinkommt, einmal vom Böse abgeräumt wird und ja, das war halt wirklich unglücklich für alle Beteiligten, muss man sagen. Also ja, hätte durchaus besser ausgehen können. Wir sehen es einmal von Augustin, der auch hier ein bisschen spät wird und hier wirklich dann, ja, noch irgendwie schafft durchzukommen. Auch Marcel, der hier gut durchgekommen ist. Also natürlich haben wir ein paar Leute profitiert und dann war hier auch eine sehr fragwürdige Aktion. Hier entsprechend von, ich glaube Axel war es, der entsprechend Augustin hier rausdrängt aufs Gras, aber alles gut gegangen. Und ja, damit war ich wieder Platz 11, also wieder hinten am Feld und ich dachte, meine Güte, ey. Ein paar Zentimeter später. Und ja, wie es der Zufall so will, haben da sich wieder ein paar Leute weggedreht und ich hatte da die Möglichkeit vorbeizugehen. Das waren, ich glaube, René und Marcel, die da standen. Kommen wir auch gleich noch dazu zu der Szene. Die sich hier weggedreht haben. Und ich dachte halt, okay, da vor mir ist ein Axel noch ein bisschen langsam. Vielleicht kriege ich da eine Position gut. Und ich meine, so kommt man auch nach vorne. Ich habe zwar nicht viel dafür selbst getan, aber zumindest unter Umständen schafft man es irgendwie vorzukommen. Und wir schauen uns nochmal die Situation an. Hier René, der entsprechend Platz lässt gegen Max. Max, der ihm dann auch nochmal hier schön eine mitgibt. Weil, warum nicht? Keine Ahnung. Weiß auch nicht, was da das hinterher war, aber gut. Dann kommt Marcel und René vertut sich hier ein bisschen. Bremst hier eine Spur zu spät. You shall not pass! Und das hat sich René scheinbar in dem Moment gedacht und hat hier Marcel einmal abgeräumt. Man war natürlich absolut keine Absicht. Er hat sich einfach ein bisschen vertan. Ich glaube, es war auch mitunter so einer unserer langsamsten Mitfahrer. Und das ist natürlich immer ein bisschen... Sowas kann halt dann passieren, natürlich, wenn es schneller kommt von hinten. Natürlich unglücklich für Marcel und für René auch. Aber ich habe natürlich gesagt, jo, danke, soll mich jetzt nicht unbedingt stören. Blöd gesagt, wenn ich eine Position gratis bekomme. Und ich hatte halt wirklich die Hoffnung, einfach dranbleiben an den da vorne und da die Nächsten, die stehen, hier einmal ein Lambo, einmal ein Bolvron im Bentley, der dann auch noch vergessen, falsche Taste gedrückt hat und sich zurück in die Box geportet hat, der Koffer. Also der hat absolut wieder, war im ersten Rennen nicht dabei, weil er zu spät dran war, im zweiten Rennen alles verkackt. Also das war richtig, richtig spannend wieder mal, die Aktion von ihm, aber gut, passiert. Und hier Augustin, der sich einmal wegdreht im Lambo und abgeschossen wird von Bolvron. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall.
ja, so Unfall halt, ja, passiert halt, das soll man machen. Und hier Bolvron, entsprechend der Oliver, der, weiß ich nicht, eine Reaktionszeit von echt keine Ahnung hatte. Also das war schon sehr witzig. Ich glaube, ungefähr so war die Reaktion in dem Moment von Bolvron, weil, ich meine, du merkst davon, dann dreht sich ein Auto und dann denkst du dir, ich bleibe einfach voll am Pinsel drauf und ja, das war sehr spannend. Bardic, der das auch sieht, so ein bisschen kurz auf die Bremse geht, weil er ausweicht, sieht, es geht sich aus und fährt vorbei und Bolvron hinten, der sich einmal wegjietet selbst. Also sehr spannend das Ganze auf jeden Fall, was da passiert ist. Ich sage ja, das ganze Chaos, was im ersten Rennen passiert ist, ist dafür im zweiten Rennen passiert, weil die Leute hier kreuz und quer sich gegenseitig abräumen und wieder zwei Positionen gut gemacht. Ich meine, sagt man natürlich auch nicht, sagt man natürlich trotzdem Danke dazu, auch wenn, wie gesagt, ich nicht viel dafür getan habe. Und dann war es eben so ein bisschen der Versuch, dran zu bleiben. Mein Auto war selbst beschädigt, weil durch den Crash in der ersten Kurve hatte ich, glaube ich, ein paar Sekunden Schaden, 12 oder so. Somit war es ja nicht ganz mehr optimal zu fahren, das Auto. Aber gut, was soll man machen? Irgendwann später. Und ja, eine Runde oder zwei später bin ich dann immer noch hinter Axel dran. Ich dachte, vielleicht gibt es sich eine Chance vorbeizugehen. Und hinter mir Marcel, der immer näher kommt, der immer und immer näher kommt, der natürlich, wie gesagt, einfach flotter war, der diesmal nicht im GTR unterwegs ist und mit dem Aston, glaube ich, einfach wesentlich schneller ist. Also da merkt man die richtige Pace von dem Nissan, war das einfach nicht vorhanden. Also die Pace und das Auto war halt einfach kacke. Ja, aber was soll man machen? Und ich wusste, Axel, der da schon den ersten Fehler und ich dachte, okay, weißt du was, vielleicht gibt es sich eine Möglichkeit, irgendwie das auszunutzen. Und ich sage, es sind immer so, du verlierst nur ein Zehntel oder so, aber es reicht für den Hintermann, wenn der keinen Fehler macht, dass er rankommt und eventuell auch irgendwann vorbeigeht. Aber ihr seht, so ein bisschen blockt er mich, also jetzt nicht im Sinne von, ja, den Weg rum oder so, aber im Sinne von, ich könnte wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren. Marcel hinter mir, der sowieso viel schneller ist und der dann immer näher kommt und der natürlich gleich von sowas profitieren kann ohne Ende. Wenn wir da vorne ein bisschen langsamer unterwegs sind und ein bisschen vielleicht auch fighten in die Richtung. Ihr seht auch hier, ich mache dann einen kleinen Fehler, gehe ein bisschen weit. Marcel geht halt direkt mal vorbei hier und ich dachte, ja, weißt du was, komm, ich brauch's auch nicht fighten. Ich meine, Zweikämpfe üben und so, kein Thema. Aber gegen Marcel, ganz ehrlich, ich weiß, da habe ich nicht für Chance. Bringt auch nichts, ich blockiere ihn höchstens und da habe ich auch nichts davon. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie dranbleiben, vielleicht komme ich irgendwie mit, vielleicht geht es irgendwie aus, dass man da dranbleibt. Und ihr seht auch Sven hinter mir, der kommt und schneller ist. Und da hat Marcel dann Axel überholt in Turn 1 rein. Und ich dachte, vielleicht ergibt sich da irgendwas. In die Richtung ein bisschen weit von mir. Und Axel, der hier sich einmal wegdreht und ich sage natürlich danke für die Positionierung. Oder die Positionierung für die Position. Und dann hatte ich wieder Sven hinter mir. Und ich habe dann da schon sehr viel Platz gelassen, weil ich dachte, er will da vorbei. Und dann hat er aber wieder relativ früh zurückgesteckt. Ich meine, klar, wie gesagt, er kennt mich ja auch nicht so wirklich. Und dachte ich, okay, weißt du was, vielleicht geht sich das aus. Wir fighten da jetzt einfach, ich bleibe da dran. Ich lasse ihm Platz außen. Also wie gesagt, das ist schon mein Ziel auch gewesen, ihm Platz zu lassen natürlich. Und hier, ja, hat er nicht viel Chance außen. Deswegen steckt er auch nochmal zurück. Ich wusste aber da, den Berg rauf, wird er mich jetzt haben. Und bleibt dann hier außen, bremst rein und ich sehe auch, wie er die Nase reinsteckt und entsprechend hier geht die Tür auf für ihn und er geht vorbei an mir. Und ich dachte, okay, was war's? Ist auch okay, macht nichts, dranbleiben, versuchen irgendwie vielleicht auch was mitzunehmen, weil man kann durchaus auch ein bisschen was lernen von solchen Fahrern, wenn man die Möglichkeit hat, sich darauf zu konzentrieren. Ich war einfach nur froh, nicht mich selbst abzuräumen, glaube ich. Deswegen war noch nicht viel Zeit da, um drüber nachzudenken, was der Vordermann macht. Aber ja, im ersten Moment gut dran geblieben, auch ein bisschen später. Und da hat sich jemand weggedreht wieder. Max ist das, der da quasi in der Bande steht, der sich weggedreht hat. Ich sage natürlich auch hier danke für die Positionierung, für die Position. Positionierung. Wie soll ich jetzt Positionierung? Für die Position mache ich natürlich. Schauen wir uns hier gleich auch nochmal an, was hier passiert ist. Und in der Kurve ist es leicht zu. Ist mir auch schon oft genug passiert, im Training zumindest. Du kommst hier ein bisschen zu weit aufs Gras und das Auto dreht sich weg. Das ist Axel voll passiert, das ist jetzt eben Max passiert, mir ist das im Training auch schon passiert. Ja, ist halt ärgerlich, weil du viel Position verlierst, da musst du auch mal warten, bis alle vorbei sind. Ah, ist ärgerlich einfach natürlich, keine Frage. Da, ja, sollte man natürlich nicht tun im besten Fall, aber es ist halt immer leichter gesagt als getan, muss man auch ganz ehrlich sagen. Für mich war es einfach Ziel, ein bisschen an Sven dranbleiben, vielleicht auch was mitnehmen, vielleicht einfach auch, ja, wenn da vorne jemand einen Fehler macht, vielleicht sich ein bisschen mitziehen zu lassen, sage ich mal, was entsprechend da steht ein Auto.
Rechts in der Bande, auch da werden wir gleich noch zu sprechen kommen drauf. Wir sehen das Ganze hier aus der Perspektive von Christoph, der hier vorne Buddick einmal abräumt. Da war Buddick schon das zweite Mal dieses Rennen abgeräumt worden. War auch eine blöde Situation, aber kann passieren sowas. Hier einmal Spur zu spät gebremst und einmal hier Buddick weggeschossen. Leider ist er dann nicht stehen geblieben, so Gentleman's Agreement mäßig und so weiter. Aber da komme ich gleich noch dazu. Hier nochmal die Situation aus Buddicks Sicht. Und dann, ja, war er damit auch tot. Ja, ist ja ärgerlich, wenn man da jemanden abschießt und quasi jemanden in die Bande schießt. Christoph ist halt nicht stehen geblieben, weil er einfach nicht daran gedacht hat, er gemeint. Er hat das aber nachher noch geklärt natürlich und entsprechend alles gut soweit. Ja, für die Zukunft einfach vielleicht daran denken, dass wir mit dem Gentleman's Agreement einfach stehen bleiben. Weil, ja, wäre natürlich ungut gesagt passieren können, solche Fehler. Wir sind alles jetzt keine E-Sportler, also zumindest die wenigsten davon, die wirklich das richtig gut können, gut fahren. Ich meine, Marcel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Rest von uns ist jetzt nicht so auf dem Niveau, deswegen ja. Aber ihr seht da vorne, das fällt gut zusammen, die, wo ich noch Position gut machen könnte, Platz 6 zum Zeitpunkt. Ich wusste aber natürlich, hinter mir sind auch ein paar Schnelle noch unterwegs. Aber vorne sind auch ein paar langsam unterwegs, also ich wusste, da geht noch einiges. Und ihr seht, runter in Turn 1 geht hier Sven entsprechend an Mischa vorbei, an Dennis Glock. Und davor war, ich glaube, Patrick, der einen Schaden hatte im Auto natürlich, also generell. Ich konnte gut mithalten mit den Leuten, die hatten aber alle auch irgendwie Schaden durch die ganzen Berührungen, die es gegeben hat, durch Turn 1, durch entsprechendes am Berg oben, ich habe keine Ahnung, welche Kurve das ist. Da gab es ja auch dieses Bowling, wo Leute Bowling gespielt haben. Ich hatte halt die Hoffnung, irgendwie vielleicht noch am Mischer vorbeizukommen, weil ich wusste, da bin ich pacemäßig doch ein bisschen schneller als er. Solange ich aber mit Stöckli da vorne mithalten kann und so, war ich eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Die Race Pace nicht die beste, 1:42,7 die schnellste Runde. Ich wusste auch, da geht ein bisschen mehr noch, aber ja, hab's einfach auch noch nicht so hinbekommen. Wir sehen jetzt runter Richtung Turn, die letzte Kurve. Ich habe, wie gesagt, eigentlich keine Ahnung, was für Turnnummer das ist. Ist ja auch egal. Runter die lange gerade Startziel drüber. Hier die Runde auch wieder richtig langsam von mir, aber von allen irgendwie da vorne. Und es wird so richtig mittlerweile dunkel. Lichter machen dann doch schon auch ein bisschen was aus. Und hier Richtung Kurve 1. Meint dann irgendwie, Michael muss sich wegdrehen. Keine Ahnung, was er da machen wollte. Total ärgerlich. Er hat das Auto zum Glück, glaube ich, nicht verloren. Aber entsprechend halt total ärgerlich, dass er sich da so wegdreht einfach. Ganz blöde Situation. Ich sage natürlich wieder danke für die Position. Weil ich meine, sind wir ehrlich. Warum auch nicht so gesehen? Also für mich ist es ein Vorteil gewesen, für ihn natürlich doof. Und ich wusste, dann hinter mir habe ich gesehen, kommen Leute näher und näher. Wir sehen es nochmal. Hier entsprechend eine Berührung zwischen Max und Dennis, die ich nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, warum Max immer so die Fäuste raus, mit den Fäusten kämpft. Auch gegen die eigenen Teammitglieder, weil wir sind ja alle Jump Racing. Ist mir nicht ganz klar. Finde ich ein bisschen asozial, weil es jede Möglichkeit gibt zu fighten, wenn du hier weggeboxt wirst. Aber ja, okay, das sollte man vielleicht an anderer Stelle klären. Ist ja nichts Tragisches in dem Sinne jetzt passiert. Persönlich finde ich es ein bisschen unfair und ein bisschen auch jetzt nicht im Sinne des Sportsgeist und im Sinne des Spaßhabens, wenn man da andere Leute einfach wegboxt. Ist in dem Rennen ein, zweimal passiert oder dreimal. Ja, gut, wie auch immer. Zurück zu meinem Rennen. Ich konnte da gut mithalten, auch mit Sven und Stöckli vorne, wobei ich glaube, Sven wäre schneller gewesen, wenn Patrick nicht so war ein bisschen der limitierende Faktor, glaube ich. Könnte man so sagen. Also hier ist auch nochmal eine gelbe Flagge. Auch die werden wir gleich noch analysieren, was da passiert ist. Da steht auf jeden Fall ein weißer Ferrari rechts. Falls ihr gesehen habt, ist es auch schon richtig dunkel geworden. Also ich mag das irgendwie. Ich finde das cool im dunklen Fahren. Keine Ahnung. Wir sehen mal die Situation. René, der überrundet wird von Marcel, der jetzt da gleich links auftauchen wird. Und ich weiß nicht, ganz dumme Aktion. Er bleibt da außen drauf und geht dann einmal auf die Bremse und dadurch dreht es einfach das Auto weg. Weil entsprechend die ganze Balance, also das Auto ist Balancegerät und dann dreht sich hier echt dumm weg. Echt blöd gelaufen für ihn. Aber ja, was soll man machen? Hier Marcel, der einen kurzen Schreckmoment hatte, glaube ich. Weil da ein Auto plötzlich in seine Richtung gekommen ist. Und ja, so ein bisschen Zeit verloren habe ich auf die Jungs vor mir. Aber ich konnte ultimativ doch relativ besser besser mithalten, als ich dachte. Aber ich hatte halt auch hier Fehler und die Pace war einfach nicht da. Unser Auto hat sich nicht ganz perfekt angefühlt, einfach auch aufgrund des Schadens. Aber ihr seht es auch hier eine Runde später. Ich bin ganz gut dran und da holt sich jetzt Sven Patrick. Und ich hatte das irgendwie als Chance gesehen, wenn die zwei ein bisschen fighten, aber Patrick lässt ihn da relativ einfach passieren, sag ich mal.
falls man das so bei Autorennen sagen kann, keine Ahnung, lässt ihn da relativ gut vorbei, deswegen dachte ich mir, okay, leider haben sie da sich gegenseitig keine Zeit gekostet, weil das wäre halt so der Moment, wenn du da fightest, du kannst so viel Zeit verlieren und das bringt natürlich die Leuten hinten herfahren doch was. Und ihr seht jetzt ein bisschen später, ich bin dann doch relativ nah an Patrick auch rangekommen und dachte mir, hey, das gibt sich vielleicht eine Chance für mich, irgendwie an ihm vorbeizugehen. Hier auch nochmal einen kleinen Querstier von ihm, aber hinter mir schon Patrick im Rückspiegel, das heißt, der wollte natürlich auch an mir vorbei. Und wenn ich nicht aufpasse, verliere ich noch nach hinten auch Position und gewinne nicht noch nach vorne. Wie gesagt, realistisch gesehen, Patrick hat ein bisschen zu kämpfen mit dem Auto. Aber unterm Strich, ja, ich war einfach nicht gut genug. Ihr seht's, hier relativ gut dran geblieben. Patrick hinter mir, der auch relativ gut dran geblieben ist an mir, leider. Für meinem Dafürhalten ein bisschen zu gut. Auch Max, der hinten nochmal auftaucht, also da hätte sich noch was ergeben können, dass ich dann nochmal ein paar Positionen verliere. Und ihr seht hier auch immer noch relativ nah dran an Patrick. Und hier ja, zeichnet sich schon ab, dass es ein bisschen nicht perfekt läuft. Hier ein bisschen über den Curb drüber, hier ein bisschen weiter. Und du musst dann so lange warten, bis du ins Gas geben kannst, weil die Kurve so komisch nach außen hängt. Und du da einfach dann auch, wenn du da die falschen Winkel erwischst, dann ist es auch vorbei. Dann verlierst du da so viel Zeit durch diese Kurve. Und das sieht man auch direkt, wie Patrick nach vorne einen guten Gap aufbaut und Patrick hinten näher kommt. Und ich wusste, irgendwann bin ich jetzt fällig. Irgendwann wird er mich schnappen, weil, ja, was soll man machen? Und ich dachte mir, okay, weißt du was? Lass ihn vorbei, dann hast du halt einen Platz verloren. Dann geht er aber nicht. Dann war das so, ich bleibe relativ außen, weil ich dachte, er geht für den Move. Und es ist sich dann eben nicht ausgegangen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, das war das, was ich mir im Moment dachte, auf jeden Fall. Und dann hatte ich hier noch Max, der... Und ich gehe so semi-defensive und Max dachte sich nur so... Surprise, Motherfucker! Und ist innen reingestochen und wollte fühlt die Position haben. Ich meine, ich habe gut Platz gelassen, muss man sagen. Also da war die Tür durchaus ein bisschen offen. Aber er hat sich die Tür auf jeden Fall sehr weit aufgemacht, um das in der Metapher weiterzuführen. Weil er dann doch hier nochmal reingeht. Und ich lasse dann auch vielleicht ein bisschen zu viel Platz. Dann verliere natürlich dann direkt zwei Positionen. Dachte mir so, ach Gott, ehrlich jetzt, Junge. Talent. Ja, das war das Gespräch zwischen mir und meinem Renningenieur auf jeden Fall. Talent fehlt auf jeden Fall, könnte man sagen. Und dachte ich, okay, weißt du was, vielleicht macht nochmal Max einen Fehler und hier ist schon der erste Fehler und ich dachte, vielleicht ergibt sich was. Hab dann aber selbst hier eine schlechte Linie gewählt, einen schlechten Ausgang und ja, somit war da auch nicht mehr viel möglich. Eine Runde war es noch und ich dachte, vielleicht Max, der dreht sich gerne in der letzten Runde auch nochmal um, deswegen hatte ich die Hoffnung, dass das vielleicht wieder passiert. Ist es aber nicht, so viel kann ich vorweg spoilern. Ich dachte aber, vielleicht irgendwie dranbleiben, vielleicht irgendwie noch unter Position gut machen. Und Platz 7, ich meine, ist okay, aber auch hätte wesentlich besser ausgehen können für mich. Muss man auch ehrlich sagen. Also, ja, wirklich zufrieden war ich damit nicht. Jetzt seht Max hier nochmal ein bisschen weit. Also, da hat er auch ein bisschen zu kämpfen, glaube ich, mit den Reifen oder so. Nach hinten hatte ich viel Platz, noch 13 Sekunden auf Mischa. Und, ja, aber ultimativ muss man sagen, leider hat sich da nichts mehr ergeben und wir fahren das Ding zu Ende in der Position auf Position 7. In der Position, auf dem Platz hier auf Position 7 zu Ende. Es sind, macht immer noch nicht mehr Sinn, der Satz. Egal, wie auch immer. Wir sind hier auf jeden Fall dann durch mit dem Rennen. Und ja, damit leider, sage ich mal, nur Platz 7. Aber was soll man machen? Ich meine, war trotzdem ein gutes Rennen, war aber sehr chaotisch im Verhältnis zum ersten Rennen, im Vergleich zum ersten Rennen. Also da, ja, war nicht so, es ist nicht so gut gelaufen, könnte man sagen, wie noch im ersten Rennen. Aber ja, was soll man tun? So ist das nun mal. Ja, Platz 7, nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, sage ich ganz ehrlich. Also einfach auch, weil Christoph weit vor mir war, in beiden Rennen wohlgemerkt. Und ja, das entsprechend auch viele Punkte für ihn bedeuten. Ihr seht es nochmal, Platz 7, Patrick sei schon. Christoph ist auf Platz 2 hinter Marcel geblieben. Marcel, wie gesagt, unschlagbar hier. Also das, da haben wir nur eine Chance aus dem Grund, weil er entsprechend ja die ersten Rennen missen gefahren ist, Auto gewechselt hat und damit alle Punkte verloren hat. Deswegen der einzige Vorteil, dass er in der Meisterschaft eigentlich keine Rolle spielt. In dem Fall geht es halt wirklich Patrick, Christoph und bei mir quasi um die Position. Wobei Patrick ist eigentlich schon safe Erster. Also da, ja, brauchen wir uns auch nichts einreden. Patrick ist auf jeden Fall safe in der Rangliste Erster. Hinter ihm dann eben Christoph und entsprechend Dritter bin ich und dahinter ist auch schon Mischa bzw. Dennis Glock. Also da entsprechend, ja, wir sind halt diejenigen, die meisten Rennen mitgefahren sind, deswegen klar, dass wir da relativ weit vorne sind. Ein Streichergebnis gibt es, das ist durchgestrichene, entsprechend bei Christoph das, wo er mitgefahren ist, bei mir jetzt das Rennen, weil es das Schlechteste war. In der Teamwertung sind wir auch 3 Chum Racing Fahrzeuge, also leider hat mich noch Chum Racing Black in letzter Sekunde quasi im letzten Rennen überholt, weil Toni leider nicht mitgefahren ist, was ich ein bisschen schade fand, weil da hätte man durchaus mehr erreichen können, aber gut, vielleicht ist es nächste Season
Season anders. Ich glaube aber, nächste Season wird ein bisschen anders ausschauen. Wenn ihr da ein bisschen Interesse habt, auch bei X2R reinzuschauen, ich verlinke euch nochmal Discord dann durch unten, könnt ihr gerne reinschauen selbst. Da wird es auch Off-Season jetzt quasi im Sommer ein paar Rennen geben. Es wird so eine kleine 3 Rennen, glaube ich, sind es aktuell am Plan, plus 2 Mini-Endurance-Rennen, die am Plan stehen. Und dann quasi geht es in Season 2 hoffentlich rein. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, ich werde Auto wechseln und auch mein Teammitglied wechseln. Also ich werde mit einem anderen gemeinsam im Team fahren, so wie es aussieht aktuell. Da bin ich schon gespannt drauf, freue ich mich drauf. Jetzt im Sommer komme ich nicht so dazu, weil einfach Urlaubszeit und so weiter. Ihr kennt das vielleicht. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein. War auf jeden Fall sehr spannend, die Season. Hat Spaß gemacht. Möchte ich auf jeden Fall dranbleiben. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Stil haltet so ein bisschen. Ich habe diesmal ein paar Memes mehr eingebaut, einfach um ein bisschen zwischendurch aufzulockern. Ist doch ein relativ langes Video und relativ trocken zum Teil das Ganze. Aber ich möchte euch ein bisschen einfach meine Experience mitnehmen. Zwischendurch auch vielleicht mal zum Lachen bringen. Ich hoffe, das ist mir geglückt. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es mir auch in die Kommentare. Interessiert mich natürlich. Dann stelle ich da wieder was um. Ich möchte das Ganze jetzt auch nicht zu sehr zusammenkürzen, um quasi immer nur die Mini-Highlights rauspicken, sondern so ein bisschen auch ein bisschen mehr zeigen, damit ihr auch wisst, ja, was so passiert, mit dem ich auch struggle. Und wie gesagt, man merkt ja auch, es ist für mich immer ein Lernprozess, immer ein bisschen besser werden. Und es macht auf jeden Fall Bock, Spaß macht's, das ist wichtig. Ich glaube auch mitunter das Wichtigste. Coole Leute dabei, auch das Chum Racing Team, echt soweit. Echt coole Leute dabei, freut mich da dabei zu sein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Season wieder und wahrscheinlich auch zwischendurch bei Videos. Bis dann, ciao.